Arbeitsgruppe der Koalition Umwelt, Energie und Kreisentwicklung hat sich heute am Friesheimer Busch zu ihrer jährlichen Fachtagung getroffen, um die Arbeitspunkte und Themen des Jahres 2016 zu besprechen. Ich freue mich, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen. Es war eine spannende Führung durch den Erlebnispark. Es war eine intensive und inhaltlich sehr reiche Tagung. Und ich freue mich auf die Themen und die Arbeitsprozesse in 2016. Der Rhein-Erft-Kreis ist eigentlich nicht mehr so richtig 100% Rheinland, sondern ist mit seiner geografischen Lage auch ein bisschen schon ran an die Aachener Kommunen, ein bisschen ran an die Grenzgebiete. Wir sind da natürlich sehr intensiv in der Diskussion auch zum Thema Innovationsregion Rheinisches Revier, ein ganz, ganz wichtiges Thema für den Arbeitskreis UKE, Umwelt, Energie und Kreisentwicklung. Und deswegen haben wir uns heute hier zusammengesetzt, um diese Themen auch, die uns zukünftig sehr beschäftigen werden, wenn der Rhein-Erft-Kreis aus dem Energiethema herausgehen wird. Wie werden wir uns entwickeln? Was sind unsere Themen für die Zukunft? Und wie werden wir innerhalb der politischen Gremien, innerhalb der Koalition mit diesen Themen umgehen?